Kanonendonner zur Angelobung im Park von Bärbach. Die Angelobung der Rekruten des Luftunterstützungsgeschwader Langenleban und der Militärakademie Wiener Neustadt lockte kürzlich zahlreiche Zuschauer in den Kurpark von Bärbach. »230 Rekruten traten zur Angelobung an. Unter den Gästen waren der niederösterreichische Landeskommandant Brigadier Rudolf Striedinger, der zweite Landtagspräsident Johann Heuras und der Nationalrat Hans Hechtl, die vom Bärbacher Bürgermeister Edi Redenbacher begrüßt wurden. Dass wir heute, bald 70 Jahren, in Europa in Frieden und Wohlstand leben, ist daher keine Selbstverständlichkeit. Als ich Anfang der 70er Jahre als junger Mann zum Präsenzdienst, damals sagten wir noch Paras dazu, eingezogen wurde, war zwar der Weltkrieg, weil Sicherheit uns selbstverständlich geworden ist. Es ist fast wie mit der Luft. Erst wenn sie nicht mehr da ist, dann wissen wir sie zu schätzen. Und zweitens danke ich Ihnen dafür, dass Sie sich dazu entschlossen haben, insbesondere in Zeiten, die ja getragen waren von einer heftigen Diskussion um das zukünftige Wehrsystem dieses Bundesheeres, dass sie sich zum Wehrdienst entschlossen haben und nicht die Alternative gewählt haben. Auch viele Angehörige der Rekruten waren gekommen. Zum Abschluss erklang der große österreichische Zapfenstreich.